besinne ich mich irgendwann wieder auf meine eigentliche Aufgabe und dann bleibe ich den Rest des Abends hier sitzen. Also das dauert ein bisschen. Wenn du jetzt Ragnar siehst, dann könntest du vielleicht wieder so klarkommen. Aber dadurch, dass Ragnar irgendwie verschwunden ist, wartest 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Irgendwann ist sich Ragnar sicher, dass es weitere Schnarchen gibt und dass die Bluttempler wohl wieder eingeschlafen sind. Sehr gut, die Das Zeit. Blut tropft dir gerade auf deine Hand, du liegst gerade unter dem Bett versteckt und auch die Decke hat sich mittlerweile rot gefärbt. Ja, Ragnar denkt sich jetzt gerade, wir haben einen strengen Zeitplan, den wir gerade nicht einhalten. Darum würde ich das Meucheln von den anderen Bluttemplern erstmal auf einen anderen Tag verschieben und würde jetzt zu Yharnam schleichen wieder. Würfel nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja. Klugheit ist das Schwert 2. Ach so, ich Also muss. ist gar nicht, ist die Ragnar nicht, sondern. Ja, ich hab's schon eingetragen mit der Klugheit. Aber ich hab's trotzdem Kopfkraft geschafft. 18. 18. Ist auch gar nicht drin in der Probe. Okay. Aber dafür die Ja, 18 auf AK. da taucht halt Ragnar wieder auf, ne? Wie Ragnar das eben so tut, ganz normal. Überlegst kurz, ob du rufen sollst, hey Ragnar, setz dich dazu, aber dann kannst du dich doch beherrschen. Ja, Ja. ich gebe ihm mal die Pfeife zurück. Schüttel meinen Kopf, zieh ein bisschen Luft durch. Boah, sehr gut das Zeug, was ihr hier habt. Ich würde jetzt. Verwickel. Verwickel kurz. Ich meine, jetzt können wir die Meucheln regeln. Ja, jetzt können wir ihn auch vernünftig meucheln. Genau. Verwickel Haben kurz die wir Finger kurz ineinander, erneut so zieh eine sich links. Rüstung ignorieren beim Meucheln und die Schadenspunkte mal 3, aber ja gut, du weißt halt, dass es mit dem Dolch echt schwer wird. Ja, Ja. deswegen, lass mich ausreden, bitte. Finger, ich Ragnar halt auf Attack zu, versteck dich. Würfel mal eine Attackprobe. Wo sind sie denn? Sonstige? Es sind sonstige. Oh, Oh, hier da geht bringt die mich jetzt die Klugheit. Klugheit um. Oh! Wow. Wow. Alles klar. Ragnar, versteck dich. Ja, ich verstecke mich. Ihm seine Pfeife wieder. Aber sag mal, ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn wir hier beide, du weißt schon, nebeneinander in dem Gang stehen. Vielleicht sollte einer nochmal sich vorne in den Gang setzen, falls der Pisser nochmal für die Vorrede zurückkommt. Du weißt schon, dass einer hier bei Belharion steht, falls er in sein Blutbad zurückkommt. Und dass der andere vorne im Gang ist. Eine Tür wird geöffnet und ihr könnt sehen, wie wieder eine Frau heraustritt. Es ist Xaphera. Ihr könnt sehen, dass sie jetzt, wo sie euch die andere Seite zu weist, eben hatte sie noch ja, schwarze, lange Haare, aber auf diese Seite fehlen ihr wohl komplett die Haare. Das ist keine rasierte Seite, sondern sie ist an dieser Stelle wohl wirklich so sehr vernarbt und es blutet auch ständig aus der Wunde, obwohl sie wohl keinen Kampf hinter sich hat, aber ja, sie schließt die Tür gerade wieder, guckt kurz zu euch in die Richtung, sieht euch beide da stehen. Was macht denn ein Kamordgardist hier? Eure Heiligkeit, ich war eigentlich auf den Botengang und dann habe ich in der Vorratskammer einen Andringling gesehen und wir stehen jetzt hier und haben gerade nach ihm gesucht. Und raucht. Zugegebenermaßen, wir bewachen eigentlich nur, wir konnten ihn nicht finden. Schwärmt aus. Jawohl, Eure Heiligkeit. Wieder der Schrei des Schrofs aus dem Innenhof. Du musst dich wieder kurz zusammenreißen, dass du nicht in einen Blutrausch verfällst. Dieses Mal würdest du zwar nicht Ragnar erschlagen, aber dann müsstest du es aufnehmen mit deinem Bluttempler und mit Xaphera. Die dreht sich aber dann wieder um, tut eure Arbeit, verschwindet dann wieder durch die Tür, durch die sie gekommen ist. Ja, du hast die Frau gehört. Wir schauen am besten überall nochmal durch. Ja, los geht's. Alles gut. Wo hattest du noch gesucht? Ich hatte nochmal die nördliche Speisekammer durchsucht. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal Riechst du die das? eigentliche. Richtig. Rauch? Richtig verkohlter Schinken, oder? Rauch? Rauch. Der Wieso Rauch, denn Digga. Rauch? Hat jemand Er was? schüttelt Ja, kurz, er dreht seine Pfeife auf den Kopf und klopft sie einmal aus. Das bin ich nicht. in welche Richtung guckt der gerade?
Guckt gerade noch so leicht in Richtung von Jalan und klopft gerade seine Pfeife aus, weil besser Hatscha, wäre. puh. Nein, 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 Ja, Angriff, alles klar. Nein, gesagt, getan. Gesagt, getan. Dass du ja wohl in der Ecke bleibst. Angriff erschwert um gar nichts, weil. Ah ne, Also ich Moment. schleiche mich wieder an ihn ran, ne? Du schleichst dich wieder an ihn ran und dann würfel bitte deine Attacke. Ich würde ihm natürlich auch den Mund zuhalten dieses Mal. Angna, du Depp! Du hast ihn doch fast! Er wäre den Gang lang gegangen, dann hätten wir ihn beide von hinten umgekloppt. Ja, easy. Ja, easy. Okay, wir ignorieren. Du würfelst zum Glück wieder die 6, aber der Schaden vom Dolch ist einfach nicht gut. Ja, wie es eben schon so schön geklappt hat, schneidest du ihm mit dem Hand, also wieder willst du ihm eigentlich in den Rücken stechen, er zappelt aber wieder, und es ist genau das gleiche Spiel. Zappelt umher, du musst wirklich aufpassen, was Rodrigo dir beibringt, oder vielleicht nochmal bei Jalan in den Schwertkampf gehen, aber dann schneidest du ihm den. Das Bein auf, wieder die Ader richtig schön. Schmerzensschrei, der von ihm kommt. Zum Glück ist Jalan zur Stelle. So, das ist die Selbstbeherrschungsprobe von ihm. Das schafft er nicht mit der Wundschwelle. Und eine Sinnchefprobe von den anderen Wachen. Zumindest er hier. Wird wach, ihr könnt es einmal hinter der Tür grummeln hören und dann hört ihr Bewegung. Jalan? Wenn ich sehe, dass Ragnar mit dem Bluttempler fertig wird, Ja. Er ist sage ich nicht zu Ragnar noch. nicht tot. Er ist Ja, noch. aber er ist Aber er ist ohnmächtig, oder? bewusstlos. Und Er wenn er hätte es bewusstlos ist, jetzt würde erstmal Ragnar. geschrien, aber er ist, wie gesagt, noch nicht tot. Ragnar hätte ja eben noch ein zweites Mal zustechen müssen. Also das könntest du jetzt auch für ihn übernehmen, wenn du willst. Okay, ist er bewusstlos? Ja oder nein? Nein. Nein. Dann Beide ziehe Kopf ich mein ab. Schwert und steche ihm das mit einer schnellen Handbewegung zwischen den Helm und den Kragen. Ja. Angriff? Schwert um Uff, 5? natürlich, kannst du haben. Nicht erschwert um 5, erleichtert um 5. Machen Also wir wie fünf tief Aufschlag erstich? drauf. Also ein Sechser. Geschafft. Wow. Wäre um eins erschwert gewesen, aber ich greife halt auf 20 Wow. an. Echt, echt. Puh, hast du ein Schwein, ne? Gut. Da hast du Schaden. Bin halt Okay, gut. beschreib die Szene. Jalan zieht den kurzen Nachtwind von seinem Gurt, kniet sich auf das rechte Knie, schiebt ihn den vorne am Nacken zwischen den Überlapp zwischen Helm und Kragen, da wo die bewegliche Stelle ist, durchdringt das Leder auf der Innenseite und sticht ihm die Spitze des Nachtwinds in die Kehle. Zieht ihn wieder heraus, wischt es gar nicht erst ab, hält das blutige Schwert in der Hand und geht direkt weiter an die Tür. An welche Tür? An diese hier? An diese genau. Ich würde dir einfach so auf Attack sagen, gib ihm Entwarnung. Du hast den Spion gefasst. Öffne die Tür. In welchem Wachseinszustand ist er denn? Ist er schon auf den Beinen oder sitzt er noch da und reibt sich die Er Augen? hat sich gerade hingestellt und steht jetzt ja so nackt, wie man sein kann. Also er ist jetzt nicht komplett nackt, hat irgendwie sein Unterkleid an, steht er da gerade und hat gerade eben seinen Schnitter gegriffen und guckt dich an. Bruder, leg dich wieder hin. Ist alles gut. Ich bin nur gestolpert und gegen die Tür geknallt. Mach das nicht nochmal, ich will schlafen. Sonst töte ich dich. Verstanden. Feuer! Feuer! Es brennt! Ragnar, mir nach. Jetzt Ich, oder nie. Jetzt oder nie! ja, kann man die Tür von außen noch verriegeln? Weil dann würde ich die Tür hier zumachen, Nee, wenn nur es von innen. geht. Ich renne ihm hinterher. Oh Mann, Weil warum ich halt das. flieht ihr nicht einfach? Weil wir Helden sind und einen Schicksalspunkt verbrennen wollen. Öffne die Tür. Eure Unheiligkeit! Ich hoffe, Ragnar ist nicht zu sehen. Der steht gerade in seiner Wanne auf. Er ist splitterfasernackt, aber sein Körper trieft vor Blut. Die Wanne ist tatsächlich gefüllt mit dem Blut seiner erschlagenen Feinde und du kannst sehen, wie sich der Verband, den er immer noch umgelegt hat, vor Blut weiter trieft. Ob es sein eigenes ist oder das seiner Feinde, du weißt es nicht. Und auch hier hängen weitere Körper herum, die das Ganze in ein unheiliches rotes Licht tauchen. Die wenigen Kerzen, die hier den Raum noch erhellen,
Er schaut dich an, neben ihm auf seinem Tisch, seine Rüstung, seine Waffen. Wir haben einen Saboteur. Es brennt. Kümmer dich darum. Jawohl. Sturmangriff. Ja. Sturmangriff in die Badewanne. Sturmangriff an die Badewanne. Ich meine, ich hab einen Meter 3 Meter. Reichweite. Eine freie Aktion, Schritt nach hinten, Sturmangriff 4 Meter. Gut, Sturmangriff auf Belharion Manning. Würfel. Fuck. Er ist nicht überrascht. Das ist ein Crit! Ich kann den Schicksalspunkt schon riechen, den wir gleich kriegen. Oder verbrennen. Warte, okay. Ich habe eine Behinderung und 2 Rüstungen. Das heißt, meine Geschwindigkeit liegt bei lockeren 6. Das heißt, ich kriege 3 Punkte auf meinen Schaden drauf, plus die 4, die man sowieso kriegt. Der weicht jetzt in seiner blutigen Badewanne aus, schlägt sich den Kopf an und stirbt. Wenn der mit halbem Ausweichen was schafft. So, wie viel Schaden machst du denn? Ich würfel es jetzt aus. Jetzt 14. So, schauen wir mal an. Möchte gerne 28. parieren. Und zwar mit einem Raufen, mit einer Raufenparade. Eisenarm interessiert ihn nicht. Ja, Belharion Manning hat eigentlich einen Schicksalspunkt, aber also ich würfel jetzt, ich bestätige den Crit jetzt nicht. Er kann es einfach nur nicht parieren. So, fertig. Also ich muss das jetzt nicht nochmal neu würfeln, ich gönne es euch. Wenn es jetzt noch der Kopf ist. Es ist der Kopf! Nein, aber es ist die 20, kein doppelter Schaden. Es ist egal, der ist ab. 28, ab, weg! Ich kann Nee, dafür gibt Belharion jetzt seinen Schicksalspunkt aus. Du stürmst auf ihn zu, sein Eisenarm ruckt nach oben, das ist der mit dem Verbund, und du schlägst zu. Das, was du dann siehst, ist, wie sein Arm zu Boden fällt. Sein Arm fällt zu Boden, seine Augen werden blutrot. Noch in dem Moment, wo du deinen Arm abschneidest, er schreit nicht einmal, sondern packt mit seinem zweiten Arm nach dir, möchte mit deine Kehle zudrücken. Seine normale Angriff raufen. Du stehst in Distanzklasse N, richtig? Ich stehe natürlich stilecht anderthalb Hände mäßig auf Distanzklasse S. Okay. Dann möchte er... Dich verkürzen. Ja, er möchte ganz gerne... Was hast du für eine Initiative? Lass mich würfeln, ja. Genau, mach das. Sekunde, ich bekomme nämlich plus 2 von dem Nachtwind. Ja, du P. Ja, ich habe 17. Also einen mehr als er. Also einen mehr als Ragnar, sorry. Ich dachte, das wäre bei Haugen so. Ja, der hat den von 12, der Valharion Manning, genau. Bekommt er Erschwernisse, weil er in einer, naja, nassen Wanne steht? Okay, dann wird er nicht nach vorne zugreifen, sondern dann macht er einen Schritt zurück, würde einen Passierschlag in Kauf nehmen und sein Enturium-Schwert greifen wollen. Hier kommt der Passierschlag. Und er trifft. Ja, Schwert um 8, weil er Aufmerksamkeit hat, also trifft er nicht. Taucht er unter dem zweiten Schlag hindurch. Und ja, damit ist seine Aktion durch. Ragnar, möchtest du noch etwas tun? Ragnar möchte jetzt hier Time to Shine for the Heroes auftauchen. Ich kann keinen Sturmangriff, aber ich würde jetzt einfach in seinen Rücken schlagen. Nee, nicht in seinen Rücken. Also in die Seite, ja. Er weicht 2 Schritte nach hinten. Obwohl, nein. Ich mach das, was Ragnar am besten kann. Ich schnapp mir seine Rüstung und renn weg. Auch wenn wir mit Belharions Rüstung nach Hause zurückkommen. Seine Rüstung? Ja. Oh Gott. Die ist wahrscheinlich schwerer als Ragnar. Achso, warte mal. Ich glaube, er war nicht mit seiner... Ich muss gerade mal gucken, ob er mit seiner Rüstung verschmolzen ist. Nein, Prosti, ist mir egal, was das ist. Ist mir egal, was da steht. Nein, nimm mir das jetzt nicht weg. Alles klar. Du kannst dir die Rüstung schnappen, greifst sie dir und willst dann türmen oder wie? Ja, ich renne hier durch. Also ich schmeiß die hier durch. Okay, und dann willst du auch selbst hinterher. Dann weiß ich zumindest, wie es weitergeht. Genau. Und Schluss mit ihm und schmeißt seine Sachen aus der Burg. Gut, komm. Belharion Manning hat sich in seiner Aktion, also einen Schritt zurück, und dann sein Schwert gegriffen. Jetzt ist er dran, du hast die höhere Initiative. Ne, Moment, ich würfel die für ihn auch nochmal, was ich glaube, der hat eine höhere. Er ist nackt und er hat Kampfgespür, Kampfreflexe. Er ist einfach schneller als du und er würde jetzt gerne einen Karmor-Hieb ansagen.
Aber sicher, dass er Gehörer hat, was in seinem Bauch ist. Er hat locker Klingentänzer und so weiter. Klar, Mann. Okay, also, wenn er Klingentänzer hat, dann ja. Okay. Also er würfelt jetzt keine 2W6, aber er hat jetzt eine ganz normale irgendwie 17, 18 durch die Kampfgespür, Kampfreflexe und so. Und wenn er jetzt die 6 würfelt, dann ist er irgendwie bei 24 oder 23 oder sowas. Also er hat wahrscheinlich auch Klingentänzer, also nochmal 2W6 würfeln statt 1W6. Nee, das reicht mir. Also muss er jetzt gar nicht machen. Er würde jetzt einen Karma-Tipp sagen, also für dreifachen Schaden. Denk dran, dass er sich erstmal selbst beherrschen muss oder Erschwernis aus seiner Wunde hinnehmen. Aus seinen 2 Wunden. Sind es 2 Wunden? Mit 28 macht man 2 Wunden. Er hat doch gerade gesagt, er hat die ignoriert. Achso, okay. Das sieht sehr ignoriert aus, ja. So, mit was kämpft denn Balhari und Minik? Warte mal. Mit einem Langschwert? Ich guck gerade. Guck mal, so weiter. Ich muss mal in der Hafax-Sage gucken. Frosty hat halt nicht mal erwartet, dass wir so weit kommen. Er hat noch nicht erwartet, dass ich auf einmal meinen Sturmangriff kritte. So gut. So, Belarion Menning hat einen Zweihänder, der macht 2W6 plus 5. Mit dem Karma-Tief verdreifacht sich das nochmal. Easy. 2W6 plus 5. Also ich muss erstmal treffen. 18. Das will ich ihn eintreffen. Ja, er trifft auf die 19. Sehr gut. Auf die 19, dann will ich mal welche Distanz das hatte. Achso, 200. NS, 200, NS. Berühre ich doch direkt mal. Das ist jetzt blöd. Dann bekommst du 15 mal 3 Schaden, sind 45. Ja, ne, also ich hab die Rüstung. lass mich nachdenken. Fix als Punkt. Müsste ich eigentlich. Verbrenne ihn und bekämpfe ihn in einem. Was kann ich dafür kriegen, wenn ich jetzt meinen Schicksalspunkt verbrenne? Du erlebst diese Situation. Noch könntest du wegrennen. Das heißt, er würde nach dir schlagen, du kannst unter ihm wegtauchen und zusammen mit Ragnar und der Rüstung fliehen. Wenn du ihn jetzt verbrennst, ansonsten wirst du tot. Ja, ich wollte gerade. Also, ich wäre nicht tot. Ich würde es mit einem LEP überleben. Wow. Und du bist eisern. Und ich bin eisern. Okay. Aber das Problem 45, ist. 45, das sind wohl auch 4 Wunden. Das heißt, du bist dann. Wenn du ihn nicht verbrennst, wirst du wohl einbeinig herumlaufen. Du denkst doch dran, dass ich mit 5 Punkten Rüstung rumrenne. Okay. Also deshalb würde ich es überleben, nicht weil ich 45 Lebenspunkte habe. Ja, ja, also du kannst es dir das Problem aussuchen. Das Problem ist, ich schaffe die Selbstbeherrschung, die danach kommt, nicht, um mich auf den Beinen zu halten. Richtig, und Ragnar kann dich nicht tragen. Das heißt. Entsprechend verbrenne ich meinen Schicksalspunkt. Okay. Und türme hinter Ragnar her aus dem Fenster. Ja, du hältst den Schnitter nach oben, der einfach zerbricht. Er wird dir aus der Hand geschlagen, einige Metallsplitter stecken in deiner Wange, haben sich tief ins Fleisch eingegraben. Der Schnitter ist einfach hoffnungslos zertrümmert. Ein gewaltiger Schrei von Belharian Manning, der immer noch nur mit einer einzigen Hand dort steht. Die andere wurde ihm abgeschlagen, den Zweihänder führt er trotzdem. Aber dann mit dem gewaltigen Schrei von ihm, begleitet von dem riesigen Schrei des Schrufes. Und den anderen, die jetzt, ja, durch die Festung hallen. Feuer! Andere Rufe, die jetzt laut werden. Verräter! Sabotage! Was auch immer jetzt da durch die Festung hallt. Aber ihr habt den Sturm von Belhalhar entfesselt. Der Herr Jalan sprintet zu dem Fenster hin, aus dem Ragnar sich gerade herausgewunden hat, quetscht sich da rein, schaut noch einmal nach drinnen, Andra! Und springt heraus. Ihr könnt sehen, wie Belharion hinterher will, allerdings daran scheitert, dass er einfach zu muskulös ist und euch dann wutentbrannt anstarrt, den Zweihänder durch den Spalt hindurch hält und ihr türmt in der Nacht nach unten. Auf dem Weg dahin, die glitschigen, öligen Felsen von Obsidian hinunterspringend. Teilweise stürzt ihr, holt euch Schramm hinterher oder stürzt dann zurück in die Nacht. Dem Dschungel ausweichend, wo wollt ihr lang? In den Dschungel. In den maraskanischen Dschungel hinein. Ist das dein Ernst? Idee. Okay, nein. Obwohl, ich habe Wildniskunde 12, lass mal machen. Wofür brauche ich das, ja? Ragnar, wir müssen die Rüstung verstecken. Nein, wir müssen die Rüstung mitnehmen. Wir müssen sie zur Schau stellen. Nein, wir müssen sie verstecken. Ihr lauft, rennt, schlittert, stürzt, fällt zu Boden und dann irgendwann seid ihr die Speerspitze von Maraskan nach unten gekommen.
Ab in den Dschungel. Ab in den Dschungel. Wir verstecken dann die Rüstung. Also ich glaube, ich hoffe, er hat unser Gesicht, beziehungsweise mein Gesicht nicht erkannt. Das heißt, ich werde vielleicht nochmal wieder zurück in die Stadt kommen, wenn ich mich als Reisbauer verkleide. Mein Gesicht soll er ruhig kennen. Ja, auf jeden Fall, wir sprinten jetzt erstmal in den maraskanischen Dschungel. Also nicht weit, nur irgendwie so 5 Meter rein, dass wir die Rüstung abverbuddeln können. Oder ablegen. Okay. Finde ich jetzt wichtig. Dann steht ihr im maraskanischen Dschungel, es ist sofort schwül und könnt dann euch wieder behelfen. Einige Leute, die da ausgesandt werden, ihr könnt sehen, wie die Zans losgekettet in Richtung Stadt laufen, rennen. Einige laufen auch in den Dschungel hinein, allerdings an der falschen Seite, sodass sie dann euch nicht bemerken. Und dann seht ihr, wie Belharion auf der einen Seite an der Burg, am Burgtor auftaucht, neben ihm Xaphaera, mehrere Bluttempler, die jetzt in den Dschungel hineinströmen, aber der Dschungel hilft euch. Einige laufen auch wieder zurück in Richtung von Boran selber und der riesige Schuh für den Fessel. Schuf läuft ebenso in den Dschungel und er lässt eine blutige Schneise. Einige Bluttempler, die er selbst noch fehlt mit seinen Tentakeln, mit seinem Schnabel. Und so finden in dieser Nacht noch weitere Minderpaktierer den Tod. Ihr tarnt euch ab, traut euch nicht, euch zu bewegen. Ihr könnt sehen, wie Flammen von dieser Burg aufsteigen und Rauch nach oben dringt in den Himmel. Dann zieht ihr die Rüstung gemeinsam wieder aus, könnt die Sachen hier verbergen, vergraben, vielleicht noch einmal markieren. Und dann in der frühen Morgenstunde euch zurückwagen, zurück in Richtung der Taverne. Wenn die Sonne aufgeht, als Reisbauern verkleidet, blutig, verschmiert, rauchig vielleicht, über die Reisfelder kommt, an der Stadtgarde vorbei, die Kamortgarde in Richtung Taverne, das Freie Königreich. Jalan hat dann sich an der Kapuze übergebunden, vielleicht auch einfach nur ein Stofftuch, um die Metallsplitter, die immer noch in seiner Wange stecken, zu verbergen. Geht so hinter Ragnar, der anders als auf dem Hinweg diesmal führen darf, mit gesenktem Blick und gebeugtem Rücken, durch die Stadt, biegt den Sonnenaufgang an, über dem Perlenmeer. Ragnar. Das war ein Husarenstück. Helmutin. Er nickt dir einmal zu. Das ist mein Name. Helmutin, natürlich. Seht sie euch an, die Feste, wie sie brennt. Ja, Ragnar lächelt ein wenig. Wir haben wirklich göttertreues Werk vollbracht. Man klopft dir einmal auf die Schulter. Nun komm, Jalanjin, ich hab gehört, bis zur Taverne ist es nicht mehr weit. Vor allem haben wir den Leuten hier gezeigt, dass die Götter noch stark sind. Dass man die Paktiere bekämpfen kann. Lass uns gehen, die anderen warten schon. Und so gehen zwei unscheinbare Reisbauern mit Säcken voller Nichts, beziehungsweise mit Steinen gefüllt, durch die Straßen Maraskans. Und komm dann auch wieder in der Taverne an. Da machen wir weiter beim nächsten Mal.